komme ich zu unserem Speaker. Ich habe ihn dieses Jahr tatsächlich nicht persönlich, aber zum ersten Mal von ihm gehört, über seinen Podcast Resource FM. Und das war die Episode über seltene Erden. Die haben wahrscheinlich einige von euch auf Fifi gesehen. Ich begrüße mit dem Thema Kritikalität von Rohstoffen, wann platzt die Bombe, Martin Hillenbrand. So, hallo und guten Abend erstmal. Freut mich ja, dass doch so voll geworden ist um 10. Dachte, dass es schon ein bisschen leerer ist. Für die, die mich nicht kennen und sich denken, wer ist der Typ da vorne eigentlich? Mein Name ist Martin Hillenbrand. Ich studiere aktuell an der Universität Augsburg Wirtschaftsingenieurwesen und habe im Rahmen von meinem Studium dort in mehreren Fällen das Konzept der Rohstoffkritikalität kennenlernen dürfen. Und darüber möchte ich heute dann eben auch diesen Vortrag halten und euch das Thema ein wenig näher bringen, dass ihr danach eine Idee habt, wie man Rohstoffkritikalität eben bewerten kann und was das überhaupt bedeutet. Zu mir selbst, ich mache eben, wie schon gesagt, den Podcast Ressourcen FM, der sich um Material- und Energierohstoffe dreht. Heute wird es hier nicht konkret um einzelne Rohstoffe gehen. Ich werde das ganz leicht anreißen, aber vor allen Dingen soll es hier um die quantitative Methode gehen, wie man diese eben bewerten kann. Ich habe den Vortrag in 4 Teile aufgeteilt. Einmal so eine kurze Einführung in die Grundlagen. Für den einen oder anderen von euch ist das vielleicht neu, für den anderen schon bekannt. Dann werden wir die 3TG-Materialien besprechen, insbesondere was, wofür 3TG eigentlich auch steht. Wer von euch weiß das denn? Mal Handzeichen. Okay, also dann seid ihr hier richtig, danach wisst ihr das alle. Ja. Der dritte Punkt ist dann eben die Kritikalitätsanalyse. Und der vierte, wenn wir denn noch Zeit haben und ich nicht von der Bühne runtergeschubst werde, dann wollen wir noch ein bisschen über die Zukunft reden, wie eben die Methodik weiterentwickelt werden kann und wie es hier weitergehen kann. Aber fangen wir einfach direkt an. Ich habe hier ein sehr buntes, sehr unübersichtliches, vielleicht unübersichtliches Schaubild mitgebracht, wie denn der Rohstoffabbau im Allgemeinen stattfindet. Ihr seht hier unten, habe ich eine kleine Legende gemacht mit den 3 Hauptfarben. Wir haben einmal Orange für den materialbezogenen Teil, Blau für den produktbezogenen Teil und Grün für den prozessbezogenen Teil. Materialbezogen ist hier einfach ganz einfach so zu verstehen, hier weiß man, was drin ist. Also wir haben Abbau von Erzen, Abbau von Vorkommen. Wir wissen, das ist zum Beispiel ein Bauxiterz oder wir wissen, das ist ein Erz, das Gold enthält. Dieses Erz wird aufgereinigt. Wir haben eine Aufbereitung davon. Wir wissen immer noch, da ist Gold drin oder da ist Aluminium drin. Hier ist jetzt eine Grenze und zwar ab dem Punkt, wo wir ein Produkt daraus machen, verschwindet manchmal das Wissen darüber, was für ein Rohstoff drin ist. Ich habe jetzt mal so ein Produkt mitgebracht. Das ist Alufolie. Gut, da ist es jetzt einfach. Da wissen wahrscheinlich die meisten von euch, dass da Aluminium drin ist. Aber ich habe auch noch ein zweites Produkt mitgebracht und zwar das ist ein Feuerzeug. Hier ist ein Reibrad dran und ich würde jetzt mal annehmen, wer von euch weiß, aus was das gemacht ist? Einer, okay. Gut, also da sind unter anderem seltene Erden drin, in Form von Zehr. Das heißt, wenn ihr auf einer Party angeben wollt und sagen wollt, ich bin reich, dann sagt, ich habe seltene Erden in der Hosentasche. Vielleicht auch nicht, also egal. Auf jeden Fall, hier weiß man eben ab diesem Zeitpunkt oftmals nicht mehr, was für Rohstoffe nutze ich eigentlich. Und wenn man sich das anschaut, dann kommt hiernach noch einiges, also nach der Produktion und Verarbeitung natürlich die Nutzung eines Produkts, dann irgendwann auch das Lebensende des Produkts, wenn ich es nicht mehr weiter benutze und dann eben irgendwann auch entsorge, also deponiere oder einfach wegschmeiße. Wir haben hier aber auch noch andere Punkte, die vielleicht weniger bekannt sind. Einmal hier unten der Punkt Dissipation. Dissipation bedeutet einfach Feinstverteilung. Das passiert über alle anderen Stationen hier oben. Das bedeutet zum Beispiel bei einer Mine, wenn ich irgendetwas abbaue, dann habe ich Staub, dann habe ich Austrag von diesem Rohstoff in die Natur, in Gewässer, ich habe Abwasser, wo ich Verluste habe von meinem Material. Das gleiche gilt eben hier für die Gewinnung und Aufbereitung, wo ich auch wieder Abfälle und Verluste habe. Bis hin sogar hier bei dem Gebrauch und bei der Nutzung, ganz klassisch, wenn einem das Telefon irgendwo in den See fällt, ist es auch weg. Dann ist es nicht deponiert, das ist kein Abfall. Hoffentlich wisst ihr das, ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall, dann ist es eben dissipiert, man kann es nicht mehr zurückholen, man kann es nicht mehr weiter nutzen. Beim End of Life gibt es aber nicht nur die Deponierung, sondern es gibt auch noch die sogenannten 6R-Phasen.
Drei davon sind hier in blau aufgezeichnet und drei davon sind in grün. Das wäre einmal das Recycling, das kennt wahrscheinlich jeder. Hier geht es darum, ich schreddere zum Beispiel das Handy, hole die Rohstoffe zurück, arbeite daraus ein neues Produkt. Remanufacturing, das wird meistens unter Recycling gehängt, ist aber eigentlich was anderes. Und zwar geht es hier darum, ich nehme einzelne Komponenten aus dem Produkt heraus, die noch gut sind, und verwende diese weiter. Beispielsweise, ich habe ein Elektroauto, da ist der Akku nicht mehr ganz so gut, ich baue den Akku aus, ich verwende den in einem Notstromaggregat einfach als Speicher. Reuse bedeutet, ich habe ein Produkt, das ich eigentlich nicht mehr benutzen möchte, zum Beispiel das Handy. Also ich habe jetzt ein relativ altes, aber da kommen ja immer wieder neue raus und auch in sehr kurzen Zyklen. Wir in Deutschland sagen dann vielleicht mal so, okay, das ist noch gut, das funktioniert, aber ich schmeiße es trotzdem weg, ich will das neue haben. Was passiert mit diesem alten Handy? Manche schmeißen es weg, andere sagen, okay, ich bastel da draus eine Wetterstation oder irgendwas anderes, als ich zweckentfremde es. Das ist alles, sind alles Formen von Reuse. Und die anderen drei Phasen, die ich hier in grün aufgezeichnet habe, sind prozessbezogen. Das heißt, sie wirken auf die ganzen Prozesse hier oben ein, auf die gesamten Stationen. Das ist einmal Reduce, also ganz klar, ich versuche den Materialeinsatz zu reduzieren. Beispielsweise gibt es die Permanentmagneten, Neodym-Eisen-Bohrmagnete. Da ist Neodym drin. Neodym ist sehr, sehr teuer, insbesondere in den letzten Jahren ist der Preis sehr, sehr stark angestiegen. Deswegen versucht man das hier zu reduzieren. Klassisches Beispiel für Reduce. Redesign. In einem Auto hat man früher sehr schwere, sehr große Karossen gebaut. Mittlerweile versucht man das alles ein bisschen abzuspecken, auf der einen Seite um Gewicht zu sparen, auf der anderen Seite spart man damit auch Rohstoffe. Und Refuse, das ist jetzt vielleicht das, was nicht so ganz eingänglich ist, man verbietet den Einsatz von Rohstoffen. Zum Beispiel FCKW als Kühlmittel wird heute nicht mehr eingesetzt und hier hat man einfach die Entscheidung getroffen, das wollen wir nicht. Aber auch wenn der Kunde sagt, ich möchte das nicht, dann ist es auch eine Form von Refuse. Und wirkt eben auch auf diese Prozesse ein. Das Zweite, das heute noch für den Vortrag wichtig ist, ist das sogenannte McKelvey-Diagramm. Keine Angst, das ist vielleicht etwas unübersichtlich, vielleicht auch noch nicht so ganz intuitiv. Was ihr von hier von euch merken solltet, sind einmal die Reserven und einmal die Ressourcen. Die grobe Unterteilung ist hier die Reserven. Also immer wenn von Reserven gesprochen wird, geht es hier um Vorkommen, um Lagerstätten im Boden, die rentabel abbaubar sind. Also zum aktuellen Marktpreis des Rohstoffes kann ich diese Lagerstätten erschließen und abbauen. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass diese Lagerstätten da sind. Also sie sind entdeckt worden. Man weiß ganz genau, wie viel davon ist im Boden, wo ist es im Boden drin, in welcher Qualität ist es im Boden. Bei den Ressourcen sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben hier zum Beispiel Lagerstätten, die sehr tief liegen, die aktuell noch nicht rentabel abgebaut werden können. Oder aber sie sind noch nicht entdeckt worden. Das heißt, ich vermute sie, also beziehungsweise vermuten steht es bei dem anderen, aber ich schlussfolgere sie, dass hypothetisch hier was sein müsste. Wenn rechts ich Rohstoffe nachgewiesen habe oder Lagerstätten nachgewiesen habe und links Lagerstätten nachgewiesen habe, dann kann ich auch in der Mitte vermuten oder annehmen, dass hier eben auch Lagerstätten sind. Aber ich weiß es noch nicht sicher. So, warum ist das jetzt relevant? Das erfahrt ihr dann später. Die Ressourcenbasis hier unten, das wären dann eben Rohstoffe, wenn ich sie zum Beispiel aus dem Meerwasser raushole, ist aber nicht ganz so relevant, weil das doch sehr weit in der Zukunft ist. Aber der Vollständigkeit halber habe ich es jetzt hier eben auch mal mit aufgeführt. So, sind wir auch schon beim zweiten Punkt, ging ganz schnell, will ja ein bisschen vorankommen. Die 3TG-Materialien. Ich führe das jetzt ein bisschen weiter aus, weil sich ja nur drei Leute gemeldet haben. 3TG steht einfach für diese vier Rohstoffe hier oben, Zinn, Wolfram, Tantal und Gold. Und nachdem das auf Deutsch abgekürzt nicht wirklich cool klingt, wurde einfach entschieden, dass die englischen Namen hier benutzt wurden. Ihr seht hier oben auch Vertreter von den Ärzten dafür. Aber, aber warum ist das jetzt eigentlich wichtig? Warum rede ich davon? Die 3TG-Materialien werden oft auch genannt die Konfliktrohstoffe. Konfliktrohstoffe sind zwar klar definiert, denkt man jetzt erstmal, aber klar definiert für verschiedene Länder. Also jedes Land versteht hier drunter etwas anderes. Und zwar haben wir einmal die Definition von den Amerikanern über den Dodd-Frank Act. Die sagen, Konfliktrohstoffe sind Rohstoffe, die im Kongo abgebaut werden und in den Anrainerstaaten vom Kongo. Warum ist das so? Kongo und Anrainerstaaten sind nicht dafür bekannt, dass sie besonders sicher sind. Hier gab es jahrelang Bürgerkrieg, gibt es heute noch Konflikte. Und diese Rohstoffe, also die 3TG-Materialien, stehen eben im Verdacht, hier diese Konflikte anzuheizen. Also Warlords oder lokale Gruppen beuten diese Rohstoffe aus, verkaufen sie und finanzieren davon dann ihren Krieg, ihren Bürgerkrieg.
Deswegen haben die Amerikaner 2010 schon gesagt, okay, wir wollen das in irgendeiner Form sanktionieren und überwachen. Sie haben es eben eingeschränkt auf die 3TG-Erze, auf die Kongo- und Anrainerstaaten und auf 3TG-Derivate. Und außerdem, weil das sehr eng gefasst ist, haben sie gesagt, alles, was der Secretary of State sagt, gehört auch noch dazu, haben sie sich so ein Hintertürchen freigehalten. Die Europäer auf der anderen Seite haben es ein bisschen weiter gefasst. Sie haben erstmal gesagt, weltweit und alles. Ja. Also da zählt auch mit rein Diamanten. Wer von euch den Film Blood Diamond gesehen hat, der weiß das. Wer ihn nicht gesehen hat, schaut ihn euch nicht an, aber egal. Auf jeden Fall, Diamanten waren früher sehr bekannt dafür, dass sie Konflikte finanzieren und unterstützen. Mittlerweile gibt es hier den Kimberley-Prozess, das wurde alles etwas eingeschränkt. Also passiert heute nicht mehr so sehr. Für die 3TG-Rohstoffe mittlerweile auch nicht mehr, weil eben hier sehr viel Überwachung geschaffen wurde. Es gibt aber eben auch andere Rohstoffe, wie zum Beispiel Edelhölzer, wo man jetzt erstmal nicht dran denkt, oder Drogenrohstoffe, woran man jetzt vielleicht doch schon denkt. Die unterstützen und finanzieren Konflikte. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich das ein bisschen einfacher gemacht. Die haben zwar gesagt weltweit, aber nur die 3TG-Rohstoffe. So viel jetzt erstmal zu dem Juristischen. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte euch auch zeigen, wofür die eigentlich eingesetzt werden und warum sie für uns als Deutschland und Europa relevant sind. Gold beispielsweise, hier oben in Form von einem Goldnugget, wird eingesetzt für Goldkontakte, für Schmuck, als Wertanlage, klar. Aber insbesondere als Goldkontakt ist es wichtig. Ich nehme an, jeder von euch hat ein Handy in der Hosentasche oder irgendwo dabei. Einfach mal Handmeldung, wer hat ein Handy dabei oder irgendein anderes digitales Gerät, ja genau. Ja, dachte ich mir schon, Hackerkongress und so. Hier ist überall Gold drin. Ja? Übrigens auch die anderen drei Rohstoffe in den meisten Fällen. Wolfram in Form von Glühdraht haben wir heute nicht mehr, also Glühbirnen verwenden wir jetzt seltener. Aber Wolfram ist auch drin und zwar in Vibrationsmotoren. Und zwar, wer auf sein Handy schaut, ich habe hier unten noch so einen Button, weil ich ein altes Handy habe. Wer von euch ein bisschen Neueres hat, der hat vielleicht ein Touch-Display, wo der Button jetzt zwar angedeutet ist, aber eigentlich gar nicht mehr da ist. Sondern wenn ihr da drauf drückt, dann vibriert im Hintergrund ein Motor, der euch das Gefühl gibt, ihr drückt gerade einen Knopf. Dieser Motor hat ein Wolframgewicht. Einfach weil Wolfram eine hohe Dichte hat und einen hohen Schmelzpunkt, das ist da jetzt nicht so relevant, aber das ist bei anderen Sachen relevant. Zum Beispiel bei Munition, zum Beispiel bei Panzerung, zum Beispiel bei ganz vielen Legierungen wird Wolfram eingesetzt. Tantal, als Tantalerz auch bekannt als Coltan, also das ist das Gleiche. Ich habe jetzt hier ein Bild von einem Einkristall mitgebracht. Tantal ist in ganz vielen Technologieanwendungen relevant und wichtig und eigentlich auch fast nicht ersetzbar. Hier in dem Fall vor allen Dingen in Form von Tantalkondensatoren, die eingesetzt werden, oder aber in Legierungen wird es eingesetzt, für die chemische Industrie beispielsweise. Und hier gibt es eigentlich noch ganz viele andere Einsatzzwecke, die will ich jetzt gar nicht alle aufführen, sonst sitzen wir den ganzen Abend noch hier. Bei Zinn ist es so, klar, Lötzinn, wer auch vorhin unten war und sich irgendwas zusammengelötet hat, hat mit Zinn gelötet, aber auch in Display ist es drin. Indium-Zinn-Oxid-Displays enthalten eben auch hier das Zinn. Und ihr seht schon, es ist relevant, woher diese Rohstoffe kommen, aber noch relevanter ist es, dass wir diese Rohstoffe überhaupt haben. Normalerweise geht man davon aus, wie die Amerikaner, okay, diese Rohstoffe kommen aus diesem Gebiet, nennt sich auch afrikanische Region der großen Seen. Ich habe jetzt mal die Produktionsdaten, die die Amerikaner veröffentlichen, rausgesucht, und zwar von der USGS, das ist die amerikanische Geological Survey Behörde, die machen so Analysen und geben Zahlen raus zu allen möglichen Rohstoffen. Und wenn wir hier jetzt mal reinschauen, also erstens mal sehen wir, als Europa haben wir jetzt nicht so viel davon, also 4% in Österreich, weil Österreich dann eine große Mine hat, das ist gut, könnte aber besser sein. Nordamerika sehen wir, hat jetzt auch nicht so viel außer ein bisschen Gold in Kanada. Ja. Südamerika, ja gut, die sehen ganz gut aus, aber wir sehen vor allen Dingen Asien und Russland hat sehr viel Gold und Zinn und Wolfram und Afrika Tantal. Das ist ein bisschen komisch, weil wenn wir auf die Folie davor schauen, hier heißt ja noch, das kommt alles aus Afrika. Ja. Also die Daten geben nicht das her, was im Allgemeinen darunter verstanden wird. Und zwar Afrika hat sehr viel Tantal, dass es abgebaut wird, aber hier gibt es eben auch sehr viel, was aus Asien kommt, was die Europäer jetzt zum Beispiel ihre Definition abdecken. Man muss ja auch dazu sehen oder dazu sagen, es gibt den Verdacht, dass hier auch aus Afrika Erze eben in die asiatischen Regionen gebracht werden und dort gewaschen werden. Den Verdacht gibt es, dass eben hier so ein Umlabeling stattfindet. Wenn wir uns jetzt aber mal die Reserven anschauen, und hier sind die Reserven, die Definition, die ich vorhin gebracht habe, wieder wichtig. Hier sehen wir, naja, Asien und Russland haben auch Reserven davon, also irgendwie passt das auch nicht so ganz zusammen. Ich muss hier aber auch dazu sagen, das sind jetzt die amerikanischen Daten. Und zwar seht ihr das später in der Analyse auch nochmal.
Die Datengrundlage ist hier alles andere als klar. Sollte man eigentlich meinen, man weiß das, woher die Materialien kommen, ist aber nicht so. Deswegen genießt das hier mit Vorsicht. Man sieht hier jetzt auch zum Beispiel, Nordamerika hat gar keine Daten angegeben. Ja? Obwohl das eine amerikanische Behörde ist, wissen sie eigentlich nicht, wie viele Reserven sie in Amerika haben oder wollen es aus politischen Gründen nicht bekannt geben. Gut, kommen wir zur Kritikalitätsanalyse und dann kann ich auch nochmal näher eingehen, was das für Auswirkungen auf die quantitative Bewertung von dem Versorgungsrisiko hat. Als Unternehmen könnte man jetzt eine Vulnerabilitätsanalyse oder würde man eine Vulnerabilitätsanalyse machen, also eine Verwundbarkeitsanalyse. Man schaut sich an, welche Technologierohstoffe setzen wir ein und welche sind strategisch wichtig. Also, was passiert, wenn der Rohstoff wegfällt? Kann ich dann noch überleben oder nicht? Bei der Lieferkettenanalyse gehe ich die Zulieferer durch. Ist oftmals schwierig. Ich habe für ein Fraunhofer-Institut gearbeitet, da haben wir das mal versucht. Ist in vielen Bereichen gar nicht möglich, weil die Zulieferer ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr wissen, woher das kommt. Wir hatten Tantalkondensatoren, die haben wir im Labor untersucht. Wir wussten nicht, wie viel Tantal da eigentlich drin ist, weil keiner weiß das. Also ist auch schwierig, das irgendwie rauszufinden und hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil dachte ich jetzt irgendwie, weiß man, aber weiß man nicht. Das wollen wir heute nicht machen. Gut, dass ich drüber geredet habe, gell? Die Rohstoffkritikalität, das wollen wir heute machen. Und zwar schauen wir uns an eine ökonomische Bewertung. Die Aspekte Ökologie und Soziales lasse ich bewusst weg, weil ansonsten, wie gesagt, würden wir den ganzen Abend hier sitzen. Sollte man aber hier eben auch beachten, ich rede ausschließlich über die ökonomischen Gründe. Und danach, wenn wir noch Zeit haben, über die Handlungsempfehlungen, was kann man denn eigentlich tun als Unternehmen, als Land, als Region, um hier gegenzusteuern. Das Vorgehen und die Probleme habe ich jetzt so ein bisschen durchhören lassen. Wir hatten auf der einen Seite ein Problem durch fehlende Daten, auf der anderen Seite ein Problem dadurch, dass die Datenqualität sehr miserabel war und wir hier eben sehr weit auseinanderliegende Daten in manchen Fällen hatten. Außerdem ist es so, dass wir Daten haben, die eigentlich nicht miteinander vergleichbar sind. Wenn ich Produktionszahlen von einem Rohstoff habe und einem anderen Rohstoff, die sind unterschiedlich wie Tag und Nacht. Die Aggregation danach auf eine Kennzahl ist natürlich auch irgendwo relevant, weil ich will nicht 10.000 Kennzahlen haben, blickt keiner mehr durch. Ich möchte eigentlich eine Zahl haben, die mir sagt, ist es kritisch oder ist es nicht kritisch. Das haben wir eben gemacht in der einen Form, dass wir fehlende Daten geschätzt haben über Verteilungsfunktionen und geometrische Standardabweichungen, die wir über die Pedigree-Matrix hier geschätzt haben. Dann haben wir für die Qualität eine Monte-Carlo-Simulation pro Datenpunkt pro Land gemacht mit 10.000 simulierten Werten und für die Variabilität eine Normierung auf einen Wert zwischen 0 und 100. 0 ist in dem Fall gut, 100 ist in dem Fall schlecht. Und zu guter Letzt haben wir das Ganze noch gewichtet durch einen Analytical Hierarchy Process. Das ist im Grunde eine Möglichkeit, um Gewichtungsfaktoren aus Expertenmeinungen rauszuextrahieren. Wer das jetzt nicht verstanden hat, ist nicht schlimm. Ich komme danach nochmal drauf zurück. Ist ein bisschen schwierig, ich weiß. 11 Indikatoren haben wir herangezogen für 4 Kategorien. Übrigens, wenn ich sage wir, dann meine ich damit ich und 2 Kommilitonen, die Marie und die Ingrid, die mich hierbei unterstützt haben und mit denen ich das zusammen gemacht habe. Ich habe hier jetzt 11 Indikatoren, die zu 4 Risikokategorien zusammengefasst werden. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal durch die gesamten Indikatoren durch, besprechen, was wir da so gemacht haben. Der erste Risikoindikator über die Angebotsreduktion teilt sich auf in 3 Indikatoren. Die statische Reservenreichweite, die statische Ressourcenreichweite und die End-of-Life-Recycling-Rate. Statische Reichweiten kann man sich so vorstellen, wir nehmen das Vorkommen, die Lagerstätte, was dort an Tonnen drin ist, was wir dort drin vermuten oder nachgewiesen haben und teilen das durch die Produktionsmenge pro Jahr. Also ich habe hier beispielsweise 100 Tonnen, die noch im Boden sind und teile sie durch die 10 Tonnen, die ich pro Jahr abbaue. Danach kommt eine Jahreszahl raus, also für 10 Jahre kann ich das Spiel so theoretisch noch weiter treiben. Jetzt muss man hier aber sehen, das ist statisch. Der Club of Rome hat in den 70er Jahren mal einen Bericht rausgebracht, wo sie gesagt haben, bis 2000 sind alle Rohstoffe weg. Haben sich alle gedacht, okay, ein bisschen blöd, wir müssen da was tun. Keiner hat was getan, heute stehen wir immer noch da, 2020, wir leben immer noch und wir atmen noch und wirtschaften und ja. Deswegen, so ganz kann das nicht stimmen und so ganz stimmt das auch hier nicht. Und zwar, Reserven und Ressourcen sind nicht fix. Klar, wenn der Marktpreis steigt, steigt die Nachfrage. Steigt die Nachfrage, gibt es auf der anderen Seite meistens auch wieder mehr Leute, die Angebot schaffen. Das heißt, wir haben mehr Explorationstätigkeiten, wir haben mehr Investitionen in irgendwelche Bergbauprojekte, wir holen einfach mehr raus, wir erschließen mehr Lagerstätten. Ja? Dadurch
verändert sich das auch wieder nach oben. Aber diese beiden Indikatoren in diesem Fall sollen einfach eine Maßgabe dafür sein, okay, wo stehen wir denn aktuell? Bei der EOL Recycling Rate ist es so, End of Life, also hier geht es um die Produkte, nicht um die während dem Prozess anfallenden Recycling-Raten, was die Bundesregierung manchmal ein bisschen durcheinander bringt und wird deswegen sehr gut dastehen. Hier geht es eben wirklich nur um die Produkte, die am Ende recycelt werden. Und hierfür gibt es eben von verschiedenen Quellen Literaturangaben, die wir einfach verwendet haben und einbezogen haben. Wie schon gesagt, wir mussten das Ganze normieren. Wir haben das eben wieder normiert auf einen Wert zwischen 0 und 100, damit das eben auch vergleichbar ist. Hier habe ich jetzt einfach mal ein paar Daten mitgebracht. Beispielsweise sieht man hier oben die statische Reservenreichweite und statische Ressourcenreichweite. Für Tantal sieht das Ganze noch ganz gut aus. 103 Jahre kann man jetzt sagen, ist okay. Wenn man sich anschaut, Zinn mit 16,9 Jahren ist ein bisschen weniger. Also je nachdem, wie sich da der Preis verändert, je nachdem, wie schnell wir auch so Bergbauprojekte umsetzen können, kann das schon etwas kritischer werden. Bei der Recycling Rate sieht man hier jetzt, okay, ist auch noch Potenzial nach oben, 40% im Fall von Zinn ist schon ganz gut, aber jetzt auch noch nicht perfekt. Ah, ja. Jetzt kommen wir dann aber mal endlich zu den Kennzahlen, die wir berechnet haben. Dafür mache ich eine kurze Einführung. Wer von euch kennt Boxplot-Diagramme? Okay, doch schon ein paar, dann mache ich es ganz kurz. Ein Boxplot-Diagramm bezeichnet einfach nur einen Mittelwert mit einer gewissen Fehlerabweichung. Es gibt hier eben eine Box außenrum, die das Konfidenzintervall von 50% angibt und die beiden Antennen nach oben und nach unten geben das 95%ige Konfidenzintervall an. Damit kann man dann eben ungefähr abschätzen, wie hoch ist denn hier der Fehler, wie viele Daten sind hier denn drüber oder unter dem Mittelwert. Wir haben jetzt hier für die drei Indikatoren das mal ausgerechnet. Man sieht dann hier, die Reichweiten sind für diese drei hier sehr schlecht und hier drüben auch und Tantal fällt irgendwie raus. So, hier drüben mit dem Fehler von 0 bis 70 ist jetzt auch nicht so gut. Liegt ganz einfach daran, dass hier die Reservendaten einfach total Kraut und Rüben sind. Also hier waren wirklich Angaben dabei von, ist überhaupt nicht kritisch, ignoriert's, bis hin zu, okay, irgendwie sterben wir die nächsten paar Jahrzehnte. Aber also deswegen hier das ein bisschen, fällt ein bisschen raus, mit Vorsicht genießen. Bei den anderen kann man aber schon sagen, okay, das ist hier schon relativ kritisch und sehr nah am 100er Bereich. Bei der Recycling Rate sieht es jetzt auch nicht wirklich rosig aus, also auch nicht so wirklich toll. Kommen wir mal zur zweiten Kategorie und schauen, ob es hier besser wird. Hier haben wir einmal die Kuppelproduktion. Kuppelproduktion, ganz kurz gesagt, ist einfach das Nebenprodukt. Also ich habe eine Hauptproduktion, ich habe eine Wolframmine und in dieser Mine werden andere Rohstoffe mit abgebaut. Diese Wolframmine steuert ihre Produktion jetzt aber danach, wie der Wolframpreis ist und nicht danach, wie der Preis für Zinn oder was auch immer ist. Ja? Dementsprechend ist es schlecht, wenn ich nur meine Gesamtproduktion über Kuppelprodukte abbaue. Deswegen haben wir das hier eben so verrechnet und den Anteil davon rausgerechnet. Warum ist das negativ? Ganz einfach, die Nachfrage kann nicht bedient werden und steuert nicht das Angebot. Deswegen hier auch Nachfrageausweitung. Wenn die Nachfrage ansteigt, kann das Angebot nicht nachziehen, weil eben keiner in der Mine danach steuert. Bedarf zukünftiger Technologien ist hier eine Expertenmeinung darüber, wie die Nachfrage für zukünftige Technologien 2030 aussieht. Also wie viel von den Rohstoffen, den 3TG-Rohstoffen, werden wir 2030 mehr verbrauchen als heute. Deswegen auch durch die Produktionsrate vom heutigen Jahr geteilt. Und zu guter Letzt die Substituierbarkeit. Substituierbarkeit bedeutet einfach die Ersetzbarkeit eines Rohstoffs. Also ich habe einen Rohstoff Wolfram und was kann ich machen, um ihn durch irgendwas anderes zu ersetzen? Im günstigsten Fall habe ich irgendwas, was nicht radioaktiv ist, im schlechtesten Fall nämlich Uran, das hat auch eine hohe Dichte und ja, Munition noch ein paar andere nette Nebeneffekte für Kriegstreiber. Aber also ich kann Rohstoffe durch andere manchmal ersetzen und substituieren, manchmal auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen eine unübersichtliche Grafik, aber mit solchen Grafiken haben wir hier gearbeitet. Das ist eine Angabe, die ursprünglich von der UN kommt. Die haben sich mal angeschaut, okay, wo sind denn Kuppelprodukte, zu welchen Hauptprodukten. Hier oben sehen wir dann mal eine Substituierungsaussagen, also Wolfram ist hier zum Beispiel nicht ganz so gut substituierbar, die anderen sind eher im Mittelfeld. Und hier unten sehen wir dann mal Prozentzahlen, wie viel denn die Nachfrage ansteigen wird durch zukünftige Technologien. Und hier sehen wir, okay, 231% mehr als heute ist ein bisschen viel, 134 ist es auch nicht wenig. Hier geht es übrigens nur um zukünftige Technologien, also alles, was heute normal läuft, ist eh noch dabei. Nachdem diese Zahlen wahrscheinlich dem wenigsten von euch was sagen, haben wir wieder Indikatorwerte gebildet.
Hier einmal für die Kuppelproduktion, da sieht es ganz gut aus, habt ihr hier auf der Grafik ja auch gesehen. Alles ist außen dran im Rahmen von 10% sowas, also nicht viel wird über die Kuppelproduktion abgebaut. Beim Bedarf für zukünftige, Technologien sieht es wieder besser aus, außer bei Zinn schlechter aus. Entschuldigung, rot ist schlecht, grün ist gut. Zinn, da sieht es ganz gut aus, bei den anderen dreien eher wieder schlechter. Die Substituierbarkeit ist hier im Mittelfeld bis gut. Also klar, Wolfram wird vor allen Dingen eingesetzt wegen dem hohen Gewicht. Kann ich jetzt auch ein anderes Element nehmen, das einfach auch viel wiegt. Bei Tantal beispielsweise, wenn ich das einsetze als Legierungsstoff, um eben die chemische Korrosionsbeständigkeit zu verbessern, wird es dann schon schwieriger, dann einen Ersatz zu finden. Kommen wir zur dritten Kategorie. Das Konzentrationsrisiko. Hier haben wir was verwendet, das nennt sich Herfindahl-Hirschmann-Index. Wer von euch irgendwie mit BWL ein bisschen was zu tun hat, der kennt das sowieso schon. Und zwar geht es hier darum, wie kann ich Marktkonzentration messen. Dieser Indikator, dieser Index nimmt einen Wert von 0 bis 10.000 ein. Und im Grunde ist es einfach nur der quadrierte Produktionsanteil pro Land und das aufsummiert. Und dadurch kriegt man dann eben so eine Einordnung. Länder, die sehr viel produzieren oder die, ich zeige einfach gleich die Grafik, dann wird es verständlicher. Länder oder Rohstoffe, die in wenigen Ländern abgebaut werden, wie beispielsweise Wolfram, haben einen sehr hohen Index und Länder, wo es besser ist, wo es in mehreren Ländern abgebaut wird, da sieht der Indikator dann etwas besser aus, wie beispielsweise bei Gold. Die Amerikaner und die Europäer haben hier wieder ein bisschen unterschiedliche Interpretationen davon. Die Amerikaner sagen, ein Wert von über 2.500 ist als kritisch zu bewerten. Die Europäer sagen, ein Wert von über 1.800 ist als kritisch zu bewerten. Wenn wir hier mal reinschauen für die Unternehmenskonzentration, reißen alle Rohstoffe diesen Wert, für die Länderkonzentration außer Gold alle Länder. Alle Rohstoffe, sorry. Aufgetragen sieht man hier jetzt auch wieder eben gut, Gold sieht ganz gut aus, die anderen drei wieder etwas schlechter. Warum ist hier die Unternehmenskonzentration höher als die Länderkonzentration? Wir haben einige Länder, in denen die Rohstoffe abgebaut werden, aber wir haben multinationale Bergbauunternehmen, die eben in mehreren Ländern gleichzeitig arbeiten. Dadurch beschränkt sich der Markt eben auf wenige Unternehmen, die das abbauen und dadurch haben wir eben hier auch eine höhere Konzentration und damit dann auch wieder im Umkehrschluss ein hohes Risiko. Weil klar, wenige Unternehmen, wir sehen das bei der OPEC, die können teilweise den Preis sehr stark beeinflussen. Bei Tantal beispielsweise ist es hier jetzt aber auch so, dass die Unternehmenskonzentration hier nicht bei den Bergbauunternehmen oder beim Bergbau selber liegt, sondern eher dann bei dem Aufschmelzen und Weiterverarbeiten davon. Weil der Bergbau vor allen Dingen eben im kleinen Bergbaubetrieb gemacht wird. Also es sind Minen, in denen die Arbeiter teilweise unter sklavenähnlichen Zuständen arbeiten müssen. Meistens werden Menschenrechte und Völkerrechte hier ignoriert. Und Bergbaugerät kann man da nicht wirklich dazu sagen. Die haben im Optimalfall eine Hacke und werden eben zur Arbeit gezwungen. Ich hatte vorhin auch mal ein Bild davon angeworfen. Man versucht mittlerweile darauf einzuwirken. Also das zu verbessern. Aber das spiegelt sich hier eben leider nicht wieder, weil hier eben multinationale Konzerne danach das Erz aufkaufen und weiterverarbeiten, dadurch eben trotzdem wieder dieses Bottleneck da ist. Kommen wir vielleicht mal zu einem bisschen etwas sozialerem, hoffen wir es zumindest, das geopolitische Risiko. Hier geht es darum, wie sicher sind die Länder, in denen der Bergbau betrieben wird. Auf der einen Seite haben wir dafür die politische Stabilität. Also alle drei Indikatoren werden nach dem Produktionsanteil pro Land wieder gewichtet. Aber wir haben hier eben den Indikator WGI-PV. Das ist der World Governance Index und misst eben die Political Stability und die Abwesenheit von Terrorismus oder Gewalt in einem Land. Dann haben wir hier das politische Potenzial. Das ist eine Befragung von Bergbauunternehmen in den Ländern, wie sie denn das Potenzial im Land einschätzen, um Bergbau zu betreiben. Also was sagen die Bergbauunternehmen selbst? Ist es hier möglich oder ist es hier sehr schwer, neue Projekte anzulanden? Und zu guter Letzt auf der Seite hier rechts ist das Risiko der Regulierung. Und das ist ein bisschen asozial, muss ich ganz kurz dazu sagen. Und zwar nehmen wir hier den Human Development Index. Ein hoher Human Development Index heißt, das Land ist sehr entwickelt. Das heißt aber meistens im Umkehrschluss auch, dieses Land hat sehr viel Regulierung. Schauen wir Deutschland ist sehr gut entwickelt, aber wir haben unglaublich viele Regulierungen, was die Umwelt angeht, eigentlich was jeden Bereich angeht. Und dadurch wird es hier schwierig, neue Bergbauprojekte sehr schnell umzusetzen.
In Ländern, die jetzt nicht so weit entwickelt sind, geht das Ganze ein bisschen schneller. Deswegen wird das hier als Risiko eingeschätzt und nicht als negativ, wenn ein Land einen niedrigen Human Development Index hat. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, man müsste hier eigentlich auch noch soziale und ökologische Aspekte mit reinbringen, weil rein nach ökonomischen Gesichtspunkten argumentiert, macht das zwar Sinn, aber ist jetzt nicht so das Tolle. Gut, schauen wir uns die Daten mal an. Auch wieder bei der politischen Stabilität sind diese drei hier mäßig gut und Tantal schlägt eben nach oben aus und ist relativ schlecht. Beim politischen Potenzial sehen wir wieder hier einen großen Spike, was Tantal angeht. Hier liegt es jetzt daran, dass das Fraser-Institut, das davor den Indikator hier die Befragung macht, die versuchen das natürlich in möglichst vielen Ländern zu tun, aber in einem Land, wo gerade ein Bürgerkrieg ist, ist es ein bisschen schwierig, einen Bergbaukonzern zu befragen, weil der meistens dann nicht mehr existiert oder eben andere Probleme hat. Hier ist es auch so, dass eben im Kleinstbergbau diese Unternehmen oder diese Minen eben auch eher schwer befragt werden können. Deswegen fehlen hier die Daten und wir mussten die dann schätzen, eben wieder über Verteilungsfunktionen. Bei der Regulierung sehen wir, dass hier auch diese drei sehr schlecht abschneiden. Tantal schneidet hier wieder gut ab, oder zumindest nicht ganz so schlecht ab, was jetzt auch wieder daran liegt, dass eben der Human Development Indicator Index, sorry, ich komme immer durcheinander, dass die HDI in den Ländern in Afrika, in denen eben Bürgerkrieg herrscht oder in denen Konflikte herrschen, meistens nicht so gut ist. Das heißt, da ist die Regulierung auch nicht so stark. Deswegen, laut diesem Indikator könnte man hier eigentlich gut Bergbauprojekte durchsetzen. Aber man muss das eben wieder auch relativieren durch diese anderen Indikatoren, die da ein bisschen dagegen wirken. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man so alle Indikatoren auf einem Fleck sieht, dann ist das sehr unübersichtlich und ihr habt das, es ist relativ unübersichtlich, finde ich. Ich habe es versucht, ein bisschen einzufärben und hier sieht man dann eben die normierten Werte, wo sie gut, wo sie schlecht sind. Wir haben dann diese Gewichtungsfaktoren hier eingesetzt. Die Gewichtungsfaktoren haben wir aus einer anderen Studie, aus einem anderen Projekt entnommen, das an der Universität Augsburg gemacht wurde, die diese AHP-Gewichtungsfaktoren schon mal ermittelt haben. Wir haben danach eben die gesamten Werte hier gewichtet und dann einfach hier unten zusammen aufsummiert. Und wir sehen jetzt hier, dass Wolfram hier schlecht abschneidet, liegt vor allen Dingen eben auch daran, dass, wo ist es, hier oben, dass das Risiko der Konzentration hoch bewertet wird, weil es einfach auch einer der sichersten Indikatoren ist. Wir sehen jetzt hier auch, dass Gold relativ gut abschneidet, weil Gold einfach in mehreren Ländern gleichzeitig abgebaut wird. Aufgetragen jetzt wieder als Boxplot-Diagramm sieht man, alles bewegt sich trotzdem noch irgendwo im oberen Mittelfeld. Also eigentlich besser, als man es aus den Einzelindikatoren ursprünglich gesehen hätte oder angenommen hätte. Und ich habe hier noch eine Grafik mitgebracht von der Europäischen Kommission. Die haben mal eine ähnliche Analyse gemacht und haben hier rausbekommen, dass Wolfram ein hohes Supply Risk hat, also ein hohes Versorgungsrisiko und auf der anderen Seite auch wirtschaftlich für die Eurozone sehr wichtig ist. Interessanterweise wurde hier Gold auf der Wichtigkeitsschiene relativ weit unten angesiedelt. Ansonsten decken sich aber eigentlich die Analysen, außer dass wir sie hier ein bisschen kritischer eingestuft haben. Man muss hier aber auch dazu sagen, ja, ist jetzt nicht ganz klar, was hier als Benchmark unten angenommen wurde. Gut. Ich habe ja versprochen, ich will auch noch mal ganz kurz auf Handlungsempfehlungen eingehen. Also was kann ein Unternehmen machen, was kann Deutschland machen, um sich abzusichern, um diese Versorgungsrisiken abzusichern. Es gibt drei große Kategorien, die hier im Zentrum stehen, eigentlich für alle vier Materialien. Und zwar ist es einmal Forschung und Entwicklung im Bereich Recycling. Alles, was wir in Deutschland recyceln, alles, was wir nicht importieren müssen, ist gut, weil dadurch haben wir die gesamten Konflikte außerhalb von Deutschland auch nicht. Also wir unterstützen die nicht, sondern wir führen es im Kreislauf. Ist aus ganz vielen Gründen super, weil wir eben weder politisch erpressbar sind, noch irgendwelche Konflikte damit unterstützen. Und macht langfristig einfach am meisten Sinn. Die Entwicklung von Substituten und von Kreislaufwirtschaftssystemen macht hier unter diesem Gesichtspunkt einfach auch Sinn. Also umso mehr Substitute ich habe, umso mehr ich reagieren kann und einen Rohstoff durch einen anderen ersetzen kann, umso flexibler bin ich hier auch in der Versorgung. Und Kreislaufwirtschaftssysteme, gut, das ist natürlich dann auch wieder für das Recycling irgendwo die Grundvoraussetzung. Erst wenn ich die Produkte zurückführen kann und hier eben auch weiß, welche Produkte das sind, kann ich hier auch sinnvoll Rohstoffe rausgewinnen. Insbesondere im Technologiebereich ist ja gerade so ein bisschen
Es ist schwierig. Eigentlich darf man Technologieprodukte ja im Handel zurückgeben, also Elektronikprodukte im Handel zurückgeben, aber nicht jeder Händler macht das mit. Und man kann es zwar auch auf dem Wertstoffhof abgeben, aber so ganz, was damit passiert, weiß eigentlich auch keiner. Also es gibt hier ganz viel Export, zum Beispiel wieder in die afrikanischen Regionen von Elektroschrott. Und das ist natürlich suboptimal, weil wir dadurch dann nicht nur unseren Schrott irgendwo anders hinbringen, sondern eben auch die Rohstoffe in diesem Schrott einfach verlieren. Die beiden Punkte hier auf der rechten Seite sind dann etwas spezieller, insbesondere im Bereich, also bei Wolfram ist es so, dadurch, dass Wolfram sehr stark konzentriert ist auf wenige Länder und Unternehmen, macht es hier Sinn, eine Rückwärtsintegration zu machen. Das bedeutet, ich kaufe eben Unternehmen auf, die in der Wertschöpfungskette vor mir, also vorgelagert sind, zum Beispiel Minen oder Unternehmen, die Wolfram aufschmelzen. Ich kann hier aber auch einfach nur Investments in diese Unternehmen tätigen oder aber langfristige Verträge abschließen, einfach um mich hier langfristig sicher aufzustellen, dass ich eben die Versorgung habe, wenn ich sie brauche und nicht abhängig bin jetzt von großen Unternehmen. Einlagerung und Diversifikation, also Diversifikation der Lieferkette, macht eigentlich auch nur Sinn bei Tantal, einfach weil man damit so ein bisschen die Zeit überbrücken will, wenn ein politischer Konflikt irgendwo ausbricht und man hier sich einfach Zeit kauft, um sich umzustellen, also um seine Versorgung auf ein anderes Land zu konzentrieren oder aber wartet, bis der Konflikt vorüber ist oder darauf hinwirkt, dass der Konflikt vorüber ist. Insbesondere bei den Konfliktrohstoffen ist es so, dass die Europäer sich auch dazu verpflichtet haben, eine Sorgfaltspflicht einzuführen und eben hier darauf hinzuwirken, dass Rohstoffe nicht mehr konfliktfördernd abgebaut werden. Und bis 2021 müssen zum Beispiel alle europäischen Importunternehmen nachweisen, woher sie die Rohstoffe bekommen und dass sie eben aus konfliktfreien Minen gekauft haben. Zur Zukunft der Methodik, also ich habe die Methodik jetzt etwas stärker gewichtet in diesem Vortrag, das war auch Absicht. Trotz allem sehe ich natürlich auch die Probleme an der Methodik. Ich habe ja schon gesagt, ökologische und soziale Aspekte sollten hier definitiv auch ein Gewicht bekommen. Es ist auch so, dass die mangelnden Datengrundlagen einfach manche Aussagen schwierig machen. Ich persönlich bin der Meinung, die Aussagen sind gut, weil sie eben erstmal gemacht wurden und wir jetzt darauf reagieren können. Wir können jetzt anfangen, auch herauszufinden, wo brauchen wir eigentlich noch Daten, wo müssen wir tiefer bohren, wo müssen wir mehr analysieren. Die Sorgfaltspflicht habe ich jetzt gerade eben auch schon genannt. Das kann man natürlich immer noch mal weiter ausbauen, auch für andere Rohstoffe. Ich habe es ja auch schon gesagt, es gibt nicht nur die 3TG-Materialien, die konfliktfördernd sind, sondern eben auch noch mal andere Rohstoffe. Kobalt ist hier so zum Beispiel eins, wo man darüber redet, okay, sollen wir das mit aufnehmen zu den Konfliktrohstoffen oder nicht. Und zu guter Letzt, die Methodik sollte eben auch vereinheitlicht werden. Es gibt verschiedene Ansätze, um eine Kritikalitätsanalyse zu machen. Ich habe euch jetzt hier heute eine vorgestellt. Und ihr habt es ja schon gesehen, die Europäische Kommission hat auch eine gewählt, die auch funktioniert. Die Aussagen sind auch ähnlich, aber gleich sind sie nicht. Und hier ist einfach noch Forschung auch nötig, wie man das verbessern kann und wie man hier auch genauer messen kann, was für Auswirkungen der Abbau überhaupt hat. Damit bin ich jetzt auch schon am Ende angekommen von diesem Vortrag, aber zum Glück nicht am Ende der Welt. Ich habe ja am Anfang gesagt, okay, die Bombe platzt und das Ende der Welt ist es zum Glück nicht der Fall. Also ihr könnt alle beruhigt nach Hause gehen und schlafen. Die Rohstoffsituation insgesamt ist angespannt, aber wir haben noch ein paar Jahre Zeit, um uns darum zu kümmern und hier die Zündschnur zu löschen, sage ich jetzt einfach mal. Ich freue mich jetzt natürlich auf eure Fragen und stehe euch hier noch zur Verfügung. Außerdem suche ich gerade jemanden, der mich bei meinem Podcast Ressourcen FM unterstützt, weil so ein Monolog auf Dauer dann irgendwo langweilig wird und wahrscheinlich auch für die Zuhörer etwas langweilig und langatmig ist. Und falls ihr euch berufen dafür fühlt und auch schon ein bisschen Grundwissen in dem Bereich mit einbringt, dann meldet euch einfach bei mir. Ihr könnt einfach auf meine Webseite gehen und hier findet ihr auch nochmal mehr Materialien zu den Regularien und eben auch zum Thema Kritikalitätsanalyse im Allgemeinen. Vielen Dank. Wir haben direkt eine Frage aus dem Internet. Der IRC möchte wissen, ob wir überhaupt die Recyclingkapazitäten und Technologien haben für zum Beispiel Handys, Laptops, IoT-Geräte und deren Komponenten. Frage muss ich ja nicht wiederholen, oder? Die ist jetzt eingespielt. Genau, okay. Jein. Also es gibt die Technologie in manchen Bereichen bereits jetzt. Es gibt verschiedene Unternehmen, die mit experimentieren, zum Beispiel Umicore.
Beispielsweise für Elektroakkus, das ist ja so ein großes Problem, das aktuell immer wieder gehypt wird, wo viel gesagt wird, ja, die kann man nicht recyceln und das ist total anstrengend, weil die sind alle nicht genormt. Es ist eigentlich möglich. Also es gibt hier auch schon eine Pilotanlage dafür. Es lohnt sich einfach noch nicht. Es ist aktuell immer noch günstiger, die Rohstoffe zu importieren, weil eben auch solche Sachen wie jetzt Konfliktrohstoffe günstig sind, weil hier eben externe Kosten auch noch nicht eingepreist sind. Und wenn hier eben mehr Forschung stattfindet, dann werden diese Technologien hoffentlich auch günstiger. Und was die Kapazitäten angeht, heute sind sie teilweise da, aber noch bei weitem nicht so da, dass wir eine 100% Abdeckung haben. Aber es spricht eigentlich nichts dagegen, diese Kapazitäten aufzubauen. Also zumindest meiner Meinung nach nicht. Ja, für einen gelben Sack oder sowas oder für einen grünen Punkt mussten wir das ja auch tun und haben es ja auch geschafft oder für Papier. Die nächste Frage am Mikrofon 3, bitte. Substitution, der Faktor, ich glaube, der ist komplett unterschätzt worden und kann die ganzen Zahlen sofort zerstören, die tolle Statistik und alles. Beispiel ist der Elektromotor von Tesla, da wurde Neodym knapp, die Ingenieure haben innerhalb von einem Vierteljahr einen Elektromotor entwickelt mit derselben Leistung ohne Neodym und das Patent sogar freigegeben, das heißt Neodym, der Preis ist dann auch verfallen relativ schnell, das heißt es kann sehr, sehr schnell gehen, dass dann Substitution einsetzt, sobald die Preise teuer werden. Lithium, wie du richtig gesagt hast, da gibt es meines Wissens wird jetzt eine Anlage gebaut, die sogar einige 10.000 Tonnen komplett recyceln kann, weil von unseren Laptops und Handys so viel Lithium anfällt, dass es sich tatsächlich schon rechnet, das wieder zu recyceln. Trotz aller Unrufe unserer Autoindustrie, die immer sagt, geht nicht und Lithium wäre ganz grässlich, stimmt gar nicht. Ne? Ja, also ja, okay. Ist so. Vielleicht zur Substitution noch ganz kurz was. Ja, man kann ganz viele Rohstoffe substituieren, aber man hat ja dann einen anderen Rohstoff, auf den man angewiesen ist. Also irgendwann hat man das Periodensystem auch einmal durch, also dann wird es auch schwierig, ja. Klar, es ist ein wichtiger Faktor, keine Frage, ja, und es hat auch ein großes Potenzial. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch Kreislaufwirtschaft und Recycling hier auch angebracht sind, weil klar, vielleicht fällt uns das dann nicht auf 50 Jahre auf die Füße, aber dann halt auf 100. Also warum nicht gleich heute richtig machen? Dann bitte am Mikrofon 2. Hi, danke für den Vortrag. Welche Rolle könnte Bergbau an Himmelskörpern wie Asteroiden oder Mond spielen in der Zukunft? Ja. Da ist ja ein riesiges Potenzial da. Ja, finde ich ein total, also klingt immer so abgespaced, aber nee, da gibt es auch wirklich viele Projekte. Danke für die Frage. Finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Klar, langfristig macht das auch wahrscheinlich Sinn. Ne? Klar, wir haben ja Grenzen auf der Erde. Irgendwann haben wir auf der Erde auch alle Rohstoffe mal ausgeschöpft. Wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, weil wir haben eine relativ dünne Kruste und selbst die haben wir noch nicht durchgebohrt und danach kommt ja auch nochmal Material. Also ist jetzt dann die Frage, was ist einfacher? Nehmen wir Meteoriten, bauen es dort ab oder bohren wir in die Erde immer tiefer rein und holen es da raus? Und ich glaube, für manche Rohstoffe, wie jetzt die seltenen Erden zum Beispiel, macht es definitiv auch Sinn, darüber nachzudenken, auf langfristig eben Bergbau im All zu betreiben. Aktuell ist es halt einfach so, so ein Raketenstart verbraucht sehr viel Treibstoff und auch sehr viel Geld und ja, das ist eine ökonomische Frage in dem Fall einfach, ja. Aber klar, langfristig, warum nicht? Also insbesondere, wenn wir dann mal über eine Kolonisierung vom Mars reden, wie Elon Musk oder so, dann werden wir die Rohstoffe nicht alle von der Erde dahin schaffen, dann müssen wir uns andere Wege suchen. Dann gab es noch eine Frage aus dem Internet. Genau, das IRC möchte noch wissen, wie sieht es mit der CO2- oder Energiebilanz beim Recycling aus, insbesondere im Vergleich zur kompletten Neugewinnung, wenn man auch mal Geld jetzt außer Acht lässt. Und als Beispiel wird Alu genannt, was ja... Ja, schon als energieintensiv bekannt ist. Ja, bei Alu ist es aber interessanterweise so, dass die Bauxitaufschmelzung viel mehr Energie verbraucht und auch höhere Emissionen dadurch produziert, weil einfach mehr Energie verbraucht wird. Also normalerweise kann man so CO2-Emissionen und verbrauchte Energie als gleichwertig ansehen, insbesondere halt in Ländern, wo Energie noch nicht nachhaltig gewonnen wird, also nicht über erneuerbare Energien oder sowas. Bei Aluminium braucht man sehr viel Strom, um das aus Bauxit raus zu gewinnen. Da ist das Recycling einfach nur sinnvoll. Und heute ist Aluminium auch einer der Werkstoffe, der die höchste Recyclingrate hat, weil hier einfach es günstiger ist, es sinnvoller ist und auch einfach weniger CO2 emittiert. Und es gibt jetzt zum Beispiel bei Stahl die Überlegung von ThyssenKrupp, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Die wollen das über nachhaltig gewonnenen Wasserstoff machen. Hier in dem Bereich dann eben auch das Aufschmelzen von neuem Stahl. Aber klar, was da geht, warum nicht auch beim Recycling? Also
Ja, aktuell ist es vielleicht noch nicht so super, aber es macht einfach nur Sinn, das zu tun auf lange Sicht. Ja. Oder dann mittelfristig auch, sorry. Entschuldigung. Die nächste Frage am Mikrofon 2, bitte. Was ist das Schlimmste, was passieren kann für unsere Ressourcen? Also dass zum Beispiel Frieden einkehrt in Afrika und die das teurer machen oder gibt es da irgendwelche Ideen? Akustisch jetzt schlecht. Er hat gefragt, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann mit den Ressourcen? Als konkretes Beispiel, wenn wir jetzt Frieden haben in Afrika, wird es dann alles viel teurer. Was wären da die Auswirkungen? Eigentlich nicht, weil klar, der Krieg ist dort verantwortlich, dass es den Menschen dort sehr, sehr schlecht geht. Deswegen ist es eigentlich auch ein Thema, über das man nicht lachen kann, wenn ich das so sagen darf, weil da sehr viele Dramen von den Menschen auch dranhängen. Und wenn es den Menschen dort besser geht, klar, wenn die auch mehr Gehalt verlangen. Ja? Also ich meine, jemand, der zur Arbeit in der Mine gezwungen wird, der kriegt wahrscheinlich nicht das Top-Gehalt. Ja? Dementsprechend, klar wird es teurer, ja. Aber erstens ist nicht absehbar, dass es da irgendwann mal Frieden gibt, weil, ja, also ist halt leider so, wir haben seit sehr vielen Jahrzehnten Krieg in verschiedenen Teilen der Welt. Ich sehe jetzt nicht, dass das von heute auf morgen gelöst wird. Und auf der anderen Seite, so what? Also aktuell ist es immer noch so, dass der Preis für viele Rohstoffe dort einfach günstiger ist. Ja? Und wenn wir darüber reden, bis wir komplette Gleichheit auf der Welt haben, wenn wir das denn annehmen wollen, bis dahin würde ich jetzt auch mal annehmen, dass wir entsprechend gute Recycling-Technologien haben. Wenn das die Frage beantwortet hat, hoffe ich. Dann gibt es eine Frage aus dem Internet noch. Genau, nochmal IRC. Kannst du was zu politischen Konzepten sagen, um den Handel mit Elektroschrott zu verhindern? Vermutlich, um mehr dem Recycling zuzuführen. Ja, also es gibt ja eigentlich... Also was ist das aktuelle Problem? Wir haben Elektroschrott, der auf deutschen Wertstoffhöfen oder auf europäischen Wertstoffhöfen anfällt und der dort eigentlich dann auch in irgendeiner Form einer Verwertung zugeführt werden soll. Wenn ich Verwertung sage, dann meine ich damit auch jetzt verbrennen oder deponieren. Recycling wäre natürlich besser. Was passiert aktuell? Es passiert aktuell oft oder immer wieder, dass Elektroschrott von den Höfen entnommen wird, er wird geklaut, er wird zum Beispiel auch von Menschen, die dort arbeiten, dann teilweise entnommen und weiterverkauft. Eigentlich haben wir dafür Regelungen, dass das nicht passieren soll. Es ist aber einfach das Verständnis auch noch nicht da, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will das defekte Gerät kaufen, dass dann eben hier nicht so ganz verständlich ist, warum soll ich das nicht tun? Ja? Dass das dann irgendwo in Afrika landet und dort dann irgendwelche Kinder die Kabel verbrennen, um das Kupfer rauszubekommen, ja? Das sehen wir jetzt direkt nicht. Und klar, hier kann man mehr tun, indem man zum Beispiel Zollüberwachung verstärkt, indem man eben mehr kontrolliert, was ist in den Containern eigentlich drin. Aber eigentlich haben wir hier schon die Mittel und auch die gesetzlichen Grundlagen dafür. Vielleicht mangelt es da ein bisschen an politischen Willen, die auch durchzusetzen. Weil es natürlich auch eine Frage ist, beispielsweise Plastikabfall, ja, irgendwo muss er hin. Und wenn wir ihn nach China bringen können, dann ist das halt günstiger. Und wenn ich das jetzt als Stadt machen kann oder als Land, dann ja, ist günstiger besser in dem Fall. Ja. Und solange halt die Bevölkerung hier auch nicht aktiv einwirkt und sich dafür einsetzt, dann ja, kommt das halt nicht in Fokus und dann kümmern sich halt auch weniger Politiker darum. Beispiel von Elektroschrott gibt es übrigens einen sehr guten Film dazu. Welcome to Gomorra heißt er. To Sodom, ja genau. Kann ich euch empfehlen, den mal anzuschauen. Fand ich sehr gut und der beleuchtet hier auch nochmal ein bisschen den Status quo und was man hier auch noch machen könnte. Da kann ich ihn nur unterstützen. Der Film ist wirklich beeindruckend. Also er hat einen starken Eindruck hinterlassen, auch bei mir. Die nächste Frage vom Mikrofon 1, bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Die Höhe der Indikatoren ganz am Ende sind ja zu großen Teilen abhängig von der Höhe der, von den Gewichtungsfaktoren, mit denen die einzelnen Teilindikatoren da reinfließen. Ja. Könntest du vielleicht einfach nochmal erklären, wie sich diese Gewichtungen, wo die herkommen? Weil das ist ja eigentlich höchstgradig relevant. Ja, wir haben in der Arbeit, die wir dazu geschrieben haben, auch verschiedene Gewichtungsfaktoren mal ausprobiert und eben hier uns dann für diese AHP-Gewichtung entschieden. AHP ist eigentlich ein, also Analytical Hierarchy Process nennt sich das Ganze. Es geht einfach darum, dass ich eine Befragung mache unter Experten, unter Menschen, deren Meinung ich eben wichtig einschätze. Und ihnen
ganz vereinfacht die Wahl lasse, willst du A, willst du B, willst du B, willst du C und so weiter. Und darüber dann sagen kann, was gewichtigst du höher. Und wenn ich das ganz oft mache, dann kann ich danach ein Gesamtbild daraus generieren. Und dann kann ich danach eben auch diese Gewichtungsfaktoren rausarbeiten und sehe dann zum Beispiel auch, also wenn sich jemand hinsetzt und würde Gewichtungsfaktoren für diese 11 Indikatoren einfach so niederschreiben, der würde Pi mal Daumen entscheiden. Aber wenn man die einzeln miteinander vergleicht, dann geht das manchmal einfacher. Und im Endeffekt ist das die Synthese aus verschiedenen Expertenbewertungen, die wir hier eben mit reingenommen haben. Wie schon gesagt, ich selber habe diese Bewertung nicht gemacht, sondern die wurde an dem Lehrstuhl gemacht, an dem ich auch die Arbeit dazu geschrieben habe. Oder wir die Arbeit dazu geschrieben haben. Hat das die Frage beantwortet? Also vielleicht auch noch dazu, wir haben auch einfach mal eine Gewichtung angenommen, die eben übergleich verteilt ist oder eben ein bisschen damit rumgespielt. An den Ergebnissen hier hinten hat sich erstaunlich wenig getan. Also die sind alle hier im oberen Mittelfeld geblieben. Mal um 10 nach oben, nach unten, aber um ganz ehrlich zu sein, das sind alles Indikatoren, die versuchen alle etwas zu messen, was aber auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Ja, also wenn wir auch über Länder reden, haben wir eben zwar eine Aussage, die auch wichtig und sinnvoll ist, aber man könnte das noch viel genauer nach unten schneiden und hier auch viel detaillierter rangehen, wenn man die Daten hätte. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja gesagt, wir haben verschiedene Quellen miteinander verglichen, teilweise sind die eben meilenweit auseinander. Dann am Mikrofon 1 noch eine Frage, bitte. Wir haben jetzt ganz viel über die 3TG-Rohstoffe gehört. Mhm. Gibt es da auch noch andere kritische Rohstoffe oder sind das jetzt die kritischen Rohstoffe? Und kannst du vielleicht noch etwas kurz zu Erdöl und Ähnlichem sagen? Mhm. Also, als ich die Arbeit geschrieben habe mit den beiden Kolleginnen, also mit der Ingrid und der Marie, haben wir uns die 3TG-Materialien rausgepickt, weil wir einfach gesagt haben, alle zu betrachten ist ein bisschen aufwendig. Es gab andere Gruppen, die sich dann auch andere Rohstoffe angeschaut haben. Die 3TG-Rohstoffe haben hier eigentlich relativ gut abgeschnitten im Vergleich. Ich habe die Grafik jetzt nicht dabei, aber es gibt noch eine Grafik von der Europäischen Kommission, die mal so... aber die haben nochmal eine andere gemacht. Und zwar gab es da so eine Aufteilung in einem Kästchen hier oben, wo sie gesagt haben, das hier oben ist alles kritisch. Und interessanterweise waren fast alle Punkte in dem Kästchen drin. Also es gab irgendwie 3 Rohstoffe, die da nicht als kritisch eingeschätzt wurden. Und die haben sich wahrscheinlich halt auch die Rohstoffe angeschaut, die sie für kritisch halten. Deswegen kommt das wahrscheinlich da raus. Das ist aber auch so ein bisschen das Problem, weil wo ziehe ich die Grenze? Ne? Also ist ein Wert über 50 kritisch, ist ein Wert über 90 kritisch? Was bedeutet das? Und diese Methodik erleichtert es eben, wenn ich jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel meine strategisch wichtigen Rohstoffe bestimmt habe und davon 10 Stück habe, dann kann ich für diese 10 so eine Analyse machen und kann danach sagen, okay, vielleicht sollte ich eher auf Wolfram schauen als jetzt auf Gold. Also man kann es ein bisschen abwägen. Insgesamt muss man auf alle Rohstoffe gucken. Und um noch das Thema Erdöl jetzt nochmal aufzugreifen, Erdöl ist ein bisschen schwierig, weil es eben auch ein Energierohstoff ist. Das heißt, der Preis für Erdöl ist jetzt eigentlich nicht daran gekoppelt, dass wir ihn materiell irgendwo verwenden in der chemischen Industrie, was eigentlich toll ist, weil Erdöl ist ein, also versteht mich nicht falsch, Erdöl ist ein super Material, aus dem kann man so viele coole Produkte herstellen und wir verbrennen es. Ja? Also das ist eigentlich irre. In 100 Jahren werden wahrscheinlich unsere Enkelkinder mal sagen, was war los mit euch damals? Ja? Also es ist im Grunde ein tolles Material, das wir einfach nicht richtig nutzen. Und es ist halt schwierig, hier so eine Analyse zu machen, weil eben hier auch ganz viele andere Faktoren noch mit reinspielen. Es ist aber auch so, dass Erdöl auch ein Konfliktrohstoff sein kann, weil es eben auch gewisse Konflikte unterstützt. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer die erdölreichen Länder sind, dann haben wir halt oft auch das Problem durch den Ressourcenfluch. Will ich jetzt aber nicht mehr tiefer drauf eingehen, könnt ihr gerne mal googeln. Geht eben darum, dass es in Ländern, die viele Rohstoffe oder einen Rohstoff sehr intensiv und exzessiv haben, dass die oftmals keine Demokratien sind, sondern eher absolutistische Modelle oder despotische Modelle haben in der Regierung. Hat das die Frage beantwortet, hoffe ich, oder? Ansonsten danach nochmal vorkommen, dann können wir gerne nochmal reden. Dann hatte ich am Mikrofon 3 noch jemanden. Danke für den Vortrag erstmal. Ich habe mich noch gefragt, was ist mit dem Faktor, dass man Produkte effizienter nutzt, zum Beispiel das selbstfahrende Auto, dann braucht nicht jeder mehr eine Karre. Ist auch meiner Meinung nach schwierig, weil erstens, wie will ich es messen? Ja, also allein da ist es halt schon schwierig. Und dann ist es so, hier hast du halt auch oft einen Rebound-Effekt. Also du hast eine effizientere Nutzung, beispielsweise war es jetzt mit den LEDs. Wir haben hier überall LEDs hängen, ja, also alle nutzen LEDs. Warum? Weil sie günstig sind, weil sie nicht viel Strom verbrauchen.
unschön hell machen, ja, aber wenn man sich anguckt, als wir Glühbirnen hatten, hatten wir halt eine. Jetzt haben wir hier überall LEDs außenrum hängen. Ob der Stromverbrauch deswegen jetzt wirklich runtergegangen ist, das ist halt oftmals schwierig, einmal zu entscheiden, und auf der anderen Seite ist es oftmals auch einfach nicht so. Weil sobald eine Technologie günstig wird und dadurch auch der Energieeinsatz günstig wird, setzen wir sie einfach nur mehr ein und nicht weniger. Ja? Also Effizienzzugewinn kommt oftmals eben auch damit, dass wir es mehr nutzen. Und bei Elektroautos gibt es eben auch hier den Verdacht, sobald ich eben umsonst fahren kann, werde ich es halt auch tun. Also warum auch nicht, ne? Und aktuell ist halt der Ölpreis dann doch ein bisschen zu hoch, als dass ich jetzt einfach mal überall hinfahre. Aber es ist meine Meinung. Also. Frage beantwortet oder? Okay, ja. Gut. Dann hatten wir noch eine Frage aus dem Internet. Im IRC wird noch gefragt, wie viele kleine Firmen gibt es denn in den ärmeren Ländern, also wo die Rohstoffe oft abgebaut werden, beziehungsweise wie groß muss eine Firma sein, um in diesem Markt aktiv sein zu können? Also, in welchem Markt wäre jetzt dann die Frage? Weil im Bergbau selber würde ich sagen, eine Person, also eine Person kann ich schon anfangen, da Bergbau zu betreiben, weil oftmals die Rohstoffe auch nicht so tief liegen. Deswegen ist es hier halt auch das Problem, dass Kleinstbergbau oder Kleinbergbau betrieben wird. Also die Menschen können mit einer Hacke hier mehr oder weniger und mit einer Schaufel das Material schon rausbefördern und verkaufen und damit Geld verdienen. Ist eigentlich ja auch erstmal nicht schlecht, weil man dadurch dann nicht multinationale Bergbaukonzerne hat, die hier eben das Land ausbeuten und die Leute dann davon gar nichts bekommen. Aber ist natürlich schlecht, wenn irgendwelche Leute die Menschen ausbeuten und sie zur Arbeit zwingen. Und ich habe jetzt in Erinnerung, dass es 30 bis 50 Millionen Menschen insgesamt sind, die im artisanalen und Kleinbergbau tätig sind, im AMS nennt sich das. Wie viele Unternehmen das sind, ist schwierig abzugrenzen, weil die dort oftmals auch nicht gelistet sind. Es gibt da Schätzungen dazu, ja, die habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht im Kopf, die kann ich nochmal recherchieren, wenn das gewünscht ist. Und dann ist auch wieder die Frage, ja, wo fängt das eine Unternehmen an, wo hört das andere auf? Oftmals sind mehrere Unternehmen in der gleichen Mine tätig. Und das ist aber auch so ein bisschen der Anspruch aktuell, auch der EU und verschiedener anderer Länder, eben hier diese Sorgfaltspflicht durchzuziehen und dafür zu sorgen, dass die Menschen hier aus der Sklaverei rausgeholt werden oder nicht mehr dazu gezwungen werden, sondern selbstbestimmt arbeiten können, das auch mit einem gewissen Arbeitsschutz und dann auch die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Und dadurch gibt es jetzt eben auch dann Gemeinschaften, die dann eben Unternehmen sind oder unternehmensähnlich sind und die sich dann auch zusammenschließen. Wie viele multinationale Konzerne es gibt in dem Bereich, ist halt auch wieder schwierig, weil auf die 3TG bezogen, ich müsste jetzt raten, ich weiß es auswendig nicht, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann bitte am Mikrofon 1. Du hast ja jetzt so ziemlich cool rausgestellt, dass sowas wie Arbeitsschutz und Strahlenschutz und Umweltschutz prinzipiell keine Rolle spielen in der gesamten Abbaukaskade. Und du hast auch gesagt, du möchtest das gerne ein bisschen einbauen, soziale und ökologische Komponenten. Wie würdest du das machen und würde, wenn man das alles betrachtet, würde dann nicht der gesamte Preis künstlich vollkommen in die Höhe getrieben werden? Ach so, also du meinst jetzt in den Preis eingepreist werden? Ja, also wenn man jetzt so sagen würde, okay, Tantal wird abgebaut, im Tantal sind Radionuklide der natürlichen Zerfallsreihen drinnen, das heißt, es muss strahlenschutzrechtlich überwacht werden. Ja, also der Arbeitsschutzkleidung, die Ausbildung der Leute, Krankheitsvorsorgen, Aufenthaltszeiten, das muss ja alles mit betrachtet werden. Wenn man das quasi alles kompensieren würde auf unserem Standard oder halt auch auf dem Standard der Arbeiter, wie würde sich das preislich für uns in unserer neuen Technologie auswirken? Also es würde teurer werden, ja. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wie viel trägt dann Substitution und Recycling dazu bei? Deswegen habe ich das ja auch gesagt, dass ich es wichtig finde, dass wir diese Technologien vorantreiben. Ein genaues Preisschild kann ich dir da nicht liefern. Es würde mich auch wundern, wenn das irgendjemand kann. Wie würdest du es? Also du meintest, du möchtest es in der Zukunft mit einbauen. Achso, in den Indikator meinst du? Genau, das finde ich interessant. Also wie würdest du es bewerten? Da stand ja diese Glühbirne, ja. Oder das? Also das gibt es schon als Idee und das wird auch schon gemacht. Also das sind jetzt ökologische Faktoren. Und zwar gibt es so etwas, das nennt sich EcoInvent Database oder Datenbank. Und die erfassen gewisse Umweltkennzahlen und die könnte man hier mit reinrechnen, also zum Beispiel hier Humantoxikologie oder Ökosystemtoxikologie. Das gleiche könnte man dann auch nochmal für die soziale Dimension machen und hier eben so Sachen wie jetzt Kinderarbeit, Korruption und Meinungsfreiheit mit reinziehen. Wir haben es jetzt aus zwei Gründen nicht gemacht. Nummer eins könnte man sagen, weil wir faul sind. Aber nein, Spaß. Also Nummer eins, wir haben es nicht gemacht, weil es dann den Rahmen der Arbeit in diesem Fall einfach auch gesprengt hätte.
Ich hatte in meiner Bachelorarbeit zum Thema Aluminium eine Kritikalitätsanalyse geschrieben, da habe ich das gemacht. Es ist teilweise sehr, sehr schwierig, diese Faktoren als verlässlich zu bezeichnen. Equinvent gibt sich hier sehr viel Mühe, die sind super, ja. Teilweise sind die Daten aber einfach auch veraltet und teilweise dann auch die Frage, worauf basieren sie die wieder, ja. Also man hat immer wieder das Problem, wie werden diese Daten gemessen, wie zuverlässig sind diese Daten. Und bei manchen Sachen geht das jetzt sehr leicht, also wo haben wir es? Irgendwo hatten wir CO2-Emissionen oder eben Emissionen von klimaaktiven Gasen. Da gibt es Standards dafür, das geht. Humantoxikologie, ja gut, ich kann jetzt hier verschiedene Tests machen, aber das bildet niemals die Realität voll und ganz ab. Und bei den sozialen Indikatoren, also das Risiko von Kinderarbeit, kann ich jetzt auch mit reinbeziehen. Aber es ist auch wieder die Frage, wie kann ich das quantifizieren? Kann ich das überhaupt quantifizieren? Oder ist eigentlich nicht jedes Kind, das zur Kinderarbeit gezwungen wird, eigentlich schon ein No-Go-Bereich? Ja? Wo wir halt sagen müssen als Gesellschaft, sind wir denn bereit, auch überhaupt nur in Kauf zu nehmen, dass ein einziges Kind für unsere Handys und für unseren Spaß ja, leiden muss? Ja? Also ist halt dann die Frage, wie man das kann. Und klar, es würde teurer werden, wenn man das alles umsetzt. Ja, aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, können wir es eigentlich moralisch auch vertreten, dass es nicht teurer wird, also dass wir es nicht einpreisen? Ja, danke für diesen Satz. Dann, Entschuldigung, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen würde ich gerne noch die Frage, die vorhin aus dem Internet angemeldet wurde, kurz stellen lassen. Genau, danke. Im IRC wird noch gefragt, wie es mit der Suche nach seltenen Erden auf Mülldeponien und schon existierenden Müllhalden aussieht. Ja, haben wir auch in Augsburg ein paar Untersuchungen dazu gemacht. Ist aus mehreren Gründen unglaublich schwierig, weil Nummer eins, also ich habe da lustigerweise auch zum Thema Abfall und Deponierung eine Podcast-Episode aufgenommen, also könnt ihr auch mal reinhören, da geht es jetzt nicht konkret darum, aber ja, es ist ein spannendes Thema. Eines der Hauptprobleme ist, wir wissen teilweise gar nicht mehr, wo die Mülldeponien sind. Weil, wer ein bisschen in Geschichte aufgepasst hat, leider haben das heutzutage in Deutschland nicht mehr ganz so viele, der weiß, wir hatten mal einen großen Krieg und der war sehr schlimm und damals wurden sehr viele Dinge gemacht, über die man heute teilweise nicht mehr Bescheid weiß oder nicht mehr Bescheid wissen will. Eins davon sind die Abfalldeponien, die damals angelegt wurden, also die heißen auch Bürgermeisterdeponien, wo einfach der Abfall hinter den nächstbesten Hügel gekippt wurde. Das sind Deponien, da wissen wir weder, was drin ist, noch wissen wir, wo sie sind. Teilweise werden die nachgesorgt, aber so wirklich einen Überblick hat da keiner. Dass wirklich jetzt mal getrackt wird, welche Materialien sind wo drin, passiert sehr selten. Mittlerweile passiert das, aber jetzt auch nicht auf speziell die seltenen Erden runtergebrochen. Ja? Wir haben jetzt hier halt ein Legacy-Problem, wie in vielen Bereichen der IT auch. Wir haben alte Systeme, die einfach noch nicht auf dem neuesten Standard sind, deswegen geht es einfach noch nicht. Wir haben jetzt auch zum Beispiel das Problem bei Gebäuden. Wir würden gerne die Rohstoffe zurückgewinnen, aber wir wissen nicht, wo sie drin sind. Und wenn, dann sind sie sehr fein verteilt. Es gibt hier aber noch einen Hauch von Hoffnung. Und zwar gibt es so eine kleine Anekdote. Mülldeponie in der Nähe von Frankfurt. Gab es einen Mordfall und der Mann hat seine Frau zerstückelt und eben über den Müll entsorgt. Und die Kripo hat dann angefangen, hier die gesamte Deponie umzupflügen. Und allein, weil die so ein gutes System hatten, wo welcher LKW abgeladen wurde, konnten sie damit dann den Mörder eben identifizieren. Und ich sag mal so, wenn die das hinkriegen, unglaublich kleine Knochensplitter nach der Verbrennung überhaupt wieder rekonstruieren zu können, dann können wir vielleicht auch irgendwann mal seltene Erden zurückgewinnen. Aber aktuell ist der Aufwand halt ein bisschen groß. Damit sind wir leider am Ende unserer Zeit. Ich bitte nochmal um einen großen Applaus.